Panel-LEDs sind praktisch und haben natürlich auch ihre Berechtigung. Das Problem ist aber, auf diesen Typ von Videoleuchte passt kaum ein Lichtformer. Lampen mit Bowens-Anschluss sind hier deutlich im Vorteil. Wie bekommt man jetzt also weicheres Licht zum Beispiel für Interviewsituationen aus solchen Panel-LEDs? Wir zeigen es euch nach dem Intro. Tipp Nummer 1, nutzt Reflexion, statt euer Licht direkt zu richten. Lasst euer Licht einen Reflektor, eine weiße Zimmerdecke oder weiße Wand anstrahlen und ihr bekommt eine weichere Lichtquelle, als es das direkte LED-Licht wäre. Achtet darauf, dass ihr nur weiße oder silberne Reflexionsoberflächen verwendet, außer ihr wünscht einen bestimmten Effekt. Tipp Nummer 2, Diffusion. Macht euer Licht weicher, indem ihr es durch einen Diffusor schickt. Nutzt das Prinzip einer Softbox, ohne eine Softbox zu haben, da die meisten ja nicht auf Panel-LEDs passen. Das kann der Kern eines 5-in-1-Reflektor sein, ein Bettlaken, ein Schirm oder aber Diffusionsmaterial, das es von diversen Herstellern gibt. Das hängt ihr einfach über ein Galgenstativ oder hängt das sonst irgendwie auf. Seid einfach kreativ. Fotografen kennen sie, die guten alten Durchlicht- oder Reflexschirme. Beide eignen sich auch, um sie mit Panel-LED einzusetzen. Warum? Viele haben einen Blitzschuhanschluss an der Unterseite. Schnappt euch einfach einen Schirmneiger für Aufsteckblitze, montiert das LED-Licht darauf und schiebt einen Schirm eurer Wahl durch. So einfach. Wir hoffen, diese Tipps haben dir geholfen. Wenn du weitere hast, schreib sie gerne in die Kommentare, damit alle etwas davon haben.